Ausgangslage in Plagwitz-Lindenau war extremer Verfall der Gebäudesubstanz, wenig nutzbarer Wohnraum, schlechte Straßen, schlechte Umweltsituationen und im Grunde die Frage, schafft man das, dieses Viertel wieder zu einem Wohnquartier zu machen oder nicht. Wir haben das gemacht, weil wir den Programmteil Rückbau auch in den Gründerzeitvierteln eingesetzt haben, um Brachen zu beräumen, um ruinöse Gebäude vom Markt zu nehmen, um im Grunde die Situation zu stabilisieren. Den Programmteil Aufwertung haben wir zu Beginn schon sehr stark genutzt, um öffentliche Grünflächen zu machen, um soziale Infrastruktur zu ertüchtigen. Kindergärten, Schulen sind mit dem Programm gemacht worden, um Kultureinrichtungen zu unterstützen. Entstanden ist ein Stadtteil, der auch für Leipziger Verhältnisse, würde ich sagen, eine ziemlich einzigartige Mischung hat. Sozial, von der Einkommensschichtung her, von den Lebensstilen her, einfach ein Stadtteil, den man so auf ein Reißbrett unmöglich konzipieren kann, der aber so gewachsen ist. Und die Hoffnung ist natürlich, dass im Zuge des gesamtstädtischen Wachstums, wo der Stadtteil von den Mieten her und von der Nachfrage enorm unter Druck gerät, dass diese Mischung sich ein Stück weit erhalten kann. Dass wir es schaffen, die öffentlichen Räume so zu lassen, dass alle diesen Stadtteil gemeinsam nutzen können. Das ist das Ziel, glaube ich, gewesen der ganzen Entwicklung. Ich glaube, an der Karl-Heine-Straße kann man sehen, wie eine Mischung aus ganz verschiedenen Interventionen am Ende ein lebendiges Stadtquartier wieder entstehen lässt. Und lebendige Stadtquartiere brauchen wir, damit die Leute in der Stadt wohnen bleiben. Aus heutiger Sicht war die Schlüsselinvestition in dem Stadtteil der Stadtteilpark Plagwitz und die Revitalisierung des Karl-Heine-Kanals. Die Säuberung des Kanals, die Anlage des Radweges, die Schaffung von Grünflächen mitten im Stadtteil auf einem ehemaligen Güterbahnhof haben im Grunde dem Stadtteil eine völlig neue Qualität gegeben. Das Areal am Lindenauer Hafen ist erstmalig in den Blick der Stadtplaner geraten im Zuge der Bewerbung Leipzigs für die Olympischen Sommerspiele 2012. Da hat man sich überlegt, dass das ein idealer Standort für das Olympische Dorf gewesen wäre und man hat auch erste Planungen gemacht. Entstanden ist am Ende etwas, was wir ein neues Stück Leipzig nennen. Ein völlig neues Stadtquartier mit 500 Wohnungen. Wesentliches Element beim Plagwitzer Bahnhof war, dass wir schon in der Planungsphase, in der ganz frühen Planungsphase, zivilgesellschaftliche Initiativen eingebunden haben. Zum Beispiel für einen Bauspielplatz, der für die Jugendarbeit wichtig ist, zum Beispiel für urbane Landwirtschaft, für Nachbarschaftsgärten, für Orte, an denen Leute dieses Areal wirklich nutzen können. Städtebauförderung ermöglicht uns, visionäre Investitionen zu einem Zeitpunkt zu verwirklichen, wo sie im städtischen Haushalt mit reinen Eigenmitteln wahrscheinlich noch nicht politisch durchsetzbar wären.